So, los geht's. Ich find's immer interessant, mal was Neues auszuprobieren. Wir kennen alle diese Talkshow-Formate. Und ehrlicherweise ist man das auch ein bisschen leid. Hi. Hallo. Ich bin Clara. Hallo Clara, ich bin Paul. Wie stehen Sie zu der Klimawandelproblematik und was macht es mit Ihnen zu wissen, dass Ihre Kinder wahrscheinlich in einer Welt leben werden, die nicht mehr so sein wird, wie sie heute für uns ist? Ich habe Hoffnung, weil wir mit gutem Beispiel vorangehen können. Und wenn wir das als Deutsche tun und als Europäer tun, dann glaube ich einfach daran, dass andere es uns nachmachen. Bin ich gelassen und lehne mich zurück, weil ich glaube, das funktioniert einfach so? Nein. Die Erfahrung zeigt, dass es halt nicht wirklich vorangekommen ist in Sachen Landwirtschaft, in Sachen Verkehr, ja, in Sachen Gebäude. Kohleausstieg 2038, ja, das ist eigentlich keine Option, wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen. Deswegen passiert der Kohleausstieg auch nicht erst 2038. Aber sondern, haben Sie nicht gesagt, sondern das letzte, sondern das letzte Kraftwerk geht da vom Netz. Spätestens übrigens, spätestens. Das Ziel ist klar, aber Arbeitsplätze erhalten, es muss bezahlbar sein und es muss sozial sein. Es gibt mehrere Studien unterschiedlicher Art und Weise, die wir auch hier durchs Regierungsgebiet, die unter 25-Jährige, unter 30-Jährige, unter 18-Jährige Menschen befragt hat, wie repräsentiert sie sich von der aktuellen Politik fühlen. Und da, wenn man sich die unterschiedlichen Ergebnisse anguckt, ist es immer auf jeden Fall über 50%, die sagen, wir fühlen uns nicht repräsentiert. Was sagen Sie dazu? Also das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil wenn junge Menschen sagen, wir fühlen uns nicht ernst genommen, ist das etwas ganz Furchtbares. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass Sie mir versuchen, aus dem Weg zu gehen. Ich gehe dir schon mal gar nicht aus dem Weg, weil sonst hätte ich mich doch hier überhaupt nicht hingesetzt. Das stimmt, natürlich. Aber argumentativ, davon spreche ich. Man könnte auch sagen, du gehst meinen Themen, die ich für wichtig halte, sozialen Zusammenhalt in diesem Land, gehst du aus dem Weg, weil du nicht darüber sprichst. Ich sag dir, wenn junge Menschen kommen und die Frage ist, wie geht's eigentlich weiter mit meinem Leben, mit meinem Arbeitsplatz, dann ist das für mich genauso ernst zu nehmen, wie ich dich ernst nehme. Aber ich sehe nicht nur dich und ich sehe nicht nur Fridays for Future, sondern ich sehe auch alle anderen in unserem Land. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Tschüss. Und ich habe das Gefühl, dass die Klimakrise häufig immer noch als so ein ehrgeiziges Hobby irgendwie behandelt wird. Hi. Wahnsinnig starke Brille. Haben die Fridays for Future Kids sie leben lassen? Leben sie noch? So flüchtig. Aber sie war, ey, das hat wirklich Spaß gemacht. Mögen Sie Oper? Mögen Sie Oper? Ehrlicherweise, ich bin, ich habe nicht so den richtigen Zugang bisher zu Oper. Kann sie leider nicht wählen. Sie, ja, ich yes, könnte Ihnen jetzt auch. CDU, schon vorbei. Haben Sie Lust auf ein Eis? Oh ja. Sie beiden? Okay. Ja. Sehr, super. Sehr, sehr richtig gerne. Gerne. Ich bringe Ihnen eins mit. Das ist schön. Na ja, jetzt haben Sie wieder Punkte. Ein Gentleman. Mit der Oper schon. Mit der Oper schon, ja. Aber Sie sind Opernsängerin? Ich bin Opernsänger. Und was Kultur? Machen Sie als Beruf? Herr Ziejak, das ist jetzt noch ein Griff. Wir haben beide keinen ich richtigen. Ich bin eine internationale Opernsängerin. Das ist ein richtiger Beruf. Das habe ich doch gar nicht jetzt. Deutschland das war, auf dem Bühne. Nein, was machen Welt? Sie? Sind Sie sonst noch engagiert? Darauf wollte ich hinaus. Ja. Vielleicht gehen wir mal zusammen in die Oper. Ja, das können wir machen. Empfinden Sie die Politik als sehr, müssen Sie da immer stark sein? So, ja, liebe Leute, hier gibt's Eis. Muss man immer. Und man ist so durchgetaktet. Und eigentlich muss man sich viel mehr Zeit nehmen, dann doch mal andere Dinge, eine Ausstellung zu besuchen, ins Kino zu gehen, Freunde zu treffen, weil das einen anderen Blick auf oder die Dinge. Oder einfach nur in der Sonne sitzen. Ich lasse mich bedienen. Was wollen Sie für Eis haben? Kaffeeeis mit Sahne. Ey. Einmal Kaffeeeis mit Sahne. Das ist toll. Danke. Super. So. Die Sahne sieht gut aus. Ich liebe Sahne. Ich liebe Eis. Was haben Sie denn? Schoko. Hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch gefreut. Ciao. Ja, tschüss, alles Gute. Ciao. Ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Also ich habe auch ein bisschen vom Menschen gespürt. Ich fand das sehr schön, dass ich auch ein bisschen Unsicherheit hier und dort gespürt habe. Das ist natürlich immer sympathisch auf jeden Fall. Ja, hi, genau. Paul Ziemiak. Hi, Islam Kalali.
ich bin alleinerziehend und habe natürlich einen großen Schaden, auch weil die CDU das Ehegattensplitting so hochhält. Und als alleinerziehende Mutter stehe ich jetzt halt ziemlich schlecht da. Also steuerlich eine Katastrophe. Und ja, verstehe ich auch nicht. Warum sind wir da immer noch so hinterwäldlerisch? Da sind wir, also da widerspreche ich dir ganz ausdrücklich. Wir sagen jetzt zum Beispiel, den Entlastungsbetrag wollen wir erhöhen, weiter erhöhen. Wir haben ihn jetzt in dieser Legislaturperiode schon verdoppelt. Und jetzt wollen wir einfach, dass Alleinerziehende finanziell entlastet werden. Gleichzeitig sind Sie aber dagegen, die Kinderrechte mit in, aufzunehmen und sich dagegen stimmen. Nein, nein, aber das stimmt. Das ist so ein bisschen, was die SPD verbreitet und die Grünen verbreiten, dass man gegen Kinderrechte wäre. Aber ich muss trotzdem noch mal zu dem Punkt Ehegattensplitting zurückkommen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir können doch jetzt nicht eine Steuererhöhung machen für die Familien, die jetzt gerade so unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Und die Alleinerziehenden deswegen, schon, oder nein, was? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe doch gerade gesagt, den Entlastungsbetrag erhöhen für die Alleinerziehenden und Kinder mehr berücksichtigen, damit Alleinerziehende mehr Geld in der Tasche haben. Ja, das wäre wünschenswert. Hallo. Tag. Tag. Was mich wirklich stört, aber grundsätzlich hat es nichts mit irgendeiner Partei zu tun, ist die Bürokratie in Deutschland. Furchtbar. Behindert uns ja selbst. Genau. Und zwar in allen Bereichen. Ja. In der Frage Familien. Mhm. Wann beantrage ich bei wem, wo, wie einfach die Familienleistungen? In der Frage, wie gründe ich ein Unternehmen? In der Frage Digitalisierung? All das wird gelähmt durch unglaublich lange bürokratische Verfahren. Deswegen brauchen wir tatsächlich dort einen Neustart. Jetzt wird die Polizei holt die Kelle raus. Gucken Sie mal. Der wird jetzt angehalten. Ja, weil er in dem Kofferraum sitzt. Tja, das trifft jeden, ne? Jetzt haben sie die Richtigen. Ja. Inwieweit grenzen Sie sich ab von den anderen Parteien? Natürlich Wahlprogramm hin oder her. Ja, also AfD kommt für uns nicht in Frage. Mhm. Aus anderen Gründen auch nicht die Linkspartei. Mhm. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir so stark wie möglich werden. Weil wenn es eine Möglichkeit gibt, ohne uns zu regieren, dann kann es sein, dass man auch zum Beispiel für diejenigen, die FDP wählen, mit der FDP abends ins Bett geht und am nächsten Morgen wacht man auf mit der SPD und den Grünen im Kanzleramt. Das große Parlamentsgebäude. Von Dixi-Klos versperrt. Von Dixi-Klos versperrt, ich weiß nicht. Prima. Hat mich sehr gefreut. Gleichfalls. Das war total spannend, total unterschiedlich, wirklich was anderes. Und es war so, wie ich es erhofft habe. Berlin ist zwar die Hauptstadt und ist auch ganz schön wichtig, aber die Politik darf sich nicht nach der Berliner City richten. Das sage ich gerade als jemand, der vom Dorf in Vorpommern kommt. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Dietmar Bartsch. Michaela Müller. Grüße Sie, hallo. Ich werde doch sehr strategisch wählen müssen, weil man alles daran setzen muss, dass Armin Laschet nicht Kanzler wird. Was soll ich tun? Wissen Sie, es gibt ja dann verschiedene Optionen. Also auf jeden Fall wählen Sie nicht die Union, das ist erstmal schon sehr gut. Und Sie wählen nicht rechts von der Union, das ist noch besser. Ich kann Ihnen unter Eid sagen, und im Übrigen bestätigt das die Union, wir würden niemals einen Kanzler der Union wählen. Wir sind der Schutzschirm gegen Armin Laschet, Andi Scheuer und Christian Lindner. Das ist die Wahrheit. Es gibt eben auch wirklich Argumente. Jetzt könnte ich noch über Inhaltliche reden. Ich würde mich vielleicht nicht sicher fühlen bei Ihnen. Also was ist denn mit der NATO? Wir brauchen ein Sicherheitssystem für Europa und möglichst unter Einschluss von Russland. Und ehrlich gesagt, wie man das denn nennt, wer denn großen Wert drauf legt, der soll es wegen meiner NATO nennen. Die Linke wird nicht vor Gesprächen mit Sozialdemokraten und Grünen sagen, also vorher müssen wir auf der NATO austreten. Das ist dummes Zeug, das erzählen andere. Na dann, alles Gute, tschüss. Vielleicht sieht man sich ja wirklich irgendwann mal. Hallo. Grüß Sie, Tachchen. Check. Check. Ich bin Luis. Bei der Klimakrise, wie geht es Ihnen aktuell mit den ganzen Bildern, die auf uns einprasseln? Ja, es kommt richtig eine Verzweiflung auf, weil man bei der Wahl gar nicht weiß, wen man überhaupt jetzt noch wählen soll. Weil für uns niemand die Krise so ernst nimmt wie die Leute hier, die hier campen und protestieren. Das glaube ich nicht. Also da muss ich widersprechen. Jetzt nehme ich sogar mal Leute in Schutz, die ich ob ihrer Klimapolitik schwer kritisiere. Ernst nehmen das viele schon. Das Entscheidende ist, dass wir einen Widerspruch zu dem haben, wie Politik funktioniert. Politik funktioniert in Legislaturperioden. Und wir werden nur gemessen
Massen an Zahlen, die aufleuchten. Und es ist ein Riesenproblem. Ja, und das heißt dann, schaffen wir es mit dem politischen System so nicht? Oder ist ja richtig radikal? Also wenn Sie jetzt sagen, es wird ernst genommen, aber sozusagen, wir werden daran gemessen und wir kriegen das nicht hin. Wir werden der Aufgabe ja nicht gerecht. Wir werden der Aufgabe nicht gerecht. Mit Union in Regierungsverantwortung wird das alles nichts. Übrigens mit FDP auch nicht. Das muss man wissen als Klimaaktivist. Und ja, Punkt. Wofür ich bin, naja, das ist jetzt keine große Überraschung. Alles klar, alles Gute. Tschüss. Viel Erfolg im Studium. Dankeschön. Ja, danke. Wiedersehen. Für mich sind die Linken uncool, weil meine Eltern wählen die. Und hat leider nichts verändert. Ich grüße Sie. Hallo. Enrico Selk. Dietmar Bartsch. Gibt es sowas wie echte Freundschaft in der Politik? Oder gibt es nur gleiche Interessen? Also in der Politik ist extrem viel funktional. Und man darf diese Illusion, die auch manchmal geschürt wird, wer dann alles befreundet ist, die darf man nur eingeschränkt glauben. Verlässlichkeit ist in der Politik wichtiger als Freundschaft. Woher kommt dann der Eindruck, dass eher linke Parteien viel zu häufig um sich selbst kreisen? Also so solche Flügelkämpfe austragen und vielleicht dann nicht wie eher konservative Parteien der Macht im Prinzip alles unterstellen. In politischen Parteien, das ist strukturell so angelegt, dass es auch Widersprüche gibt. Allerdings ist eins klar, wenn es um die Macht geht, ordnen die dem alles unter. Das ist wahr. Da sind Linke viel ideologischer und sagen, also wichtig ist erstmal, dass ich Recht habe und danach, dass ich Mehrheiten habe. Das teile ich ausdrücklich nicht, weil was nutzt uns das, wenn wir sagen, ich habe Recht und so weiter. Ich war in einer Partei, die hatte immer Recht. Das reicht für ein Leben, das muss ich nicht wieder haben. Ich bedanke mich beim Fahrer. Vielen Dank für die Zeit. Bis bald. Alles Gute. Dadurch, dass ich halt von Stralsund bis Bayern ein breites Spektrum mit bei 4 Personen hatte, war das eine spannende Sache.